Hey und somit ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf meinem YouTube-Kanal Reveal Rabbit. Freut mich riesig, dass ihr wieder mit dabei seid. Denn heute der zweite Teil zur Hubsan Cino 2 Drohne. Im ersten Teil gab es ja ein Unboxing. Ich habe euch technische Daten genannt, meinen Ersteindruck mitgeteilt. Und gerade die technischen Daten, die haben mir persönlich Lust auf mehr gemacht. Eine Kamera, die in 4K mit 60 FPS und 100 Mbits aufnimmt, eine Top-Reichweite und eine Flugzeit von 33 Minuten unter idealen Bedingungen. Und ich hoffe, das kleine Teil enttäuscht mich gleich nicht, denn es geht jetzt zusammen mit euch das allererste Mal in die Lüfte. Dabei werde ich natürlich auf die Flugeigenschaften des Kopters achten, wie ist die Verbindungsqualität und natürlich werfen wir auch einen Blick auf die Foto- und Videoaufnahmen. Diese werde ich, wenn ich wieder zu Hause bin, nochmal auf einem großen Monitor anschauen und dann nochmal ein kurzes Fazit gegen Ende des Videos dazu geben, denn auf dem Smartphone werde ich nicht viel erkennen. Ihr seht das Ganze ja gleich schon beim Fliegen. Noch eine weitere Sache, zu der ich mich gegen Ende des Videos nochmal melden werde. Und zwar wissen wir mittlerweile fast alle, dass im Juli 2020 die neuen Drohnengesetze herauskommen werden. Und laut diesen Drohnengesetzen werden Kopter zukünftig in einzelne Kategorien unterteilt. Da die Cino 2 über 900 Gramm wiegt, landet diese Drohne in der Kategorie C2 nach dem neuen Drohnengesetz. Gegen Ende des Videos versuche ich euch zu erläutern, was es heißt, eine Drohne in der Kategorie C2 zu fliegen. Und jetzt würde ich mal sagen, lasst uns mal eine Runde fliegen. Ich habe schon mega Bock. Viel Spaß bei diesem Video. Yeah. Raising the Tobagos, we growing like fresh tomatoes. Them boys on fire, too fuego. We pass it round, hot potato. Everything is nuevo. I'm with my sweetie like Quavo. Need my cheese, need that queso. Need my bread, need that bankroll. Wake up, yes, Lord, I'm thankful. Another day on my schedule. Steady blocking the devil. I tell a hater, God bless you. Cherish moments that special. You gotta keep the momentum. If you love me, then I love you. And I could never forget you. Ihr fragt mich ja immer nach meinem Equipment. Welche Kameras benutzt du, Speicherkarten und so weiter. Und da ich mir jetzt die Canvas Go Plus von Kingston brandneu zugelegt habe, wollte ich diese ganz kurz vorstellen. Das ist eine MicroSD-Speicherkarte mit 512 GB Speicher. Soll jetzt für meine Drohnen-Action-Kameras herhalten. Ich muss hier natürlich überprüfen, welche Geräte 512 GB genau unterstützen, denn ich filme ja die meisten Videos für euch in 4K 60 FPS und das frisst ungemein an Speicher. Mit einem speziellen Adapter kann man hier mit bis zu 170 MB die Sekunde lesen von der Karte aus und mit 90 MB die Sekunde schreiben. Ich packe mal einen Link unten in die Beschreibung. Ich habe das System jetzt eingerichtet, habe auch den Kompass schon mal kalibriert. Ihr seht auch schon, die App läuft und wir wählen jetzt das Gerät aus. Cino 2 ist richtig. Man muss sich natürlich auch hier einen Account erstellen für die App. Habe ich auch schon mal zu Hause gemacht. Gerät auswählen, Enter, Main Interface. Da müssen wir jetzt hin. Das dauert jetzt einen kurzen Moment. Wir sehen noch einen schwarzen Screen. Geht natürlich bei DJI. Ich werde hin und wieder diesen Vergleich hier ziehen, denn der Kopter versucht ja in diese Klasse rein zu drängen. Deutlich schneller. Und das ist das, was man als Pilot dann der Hubsan Cino 2 sieht. Ich gehe mal ganz kurz ein paar Punkte durch, bevor wir in die Lüfte steigen. Ist ja auch nicht ganz uninteressant zu sehen, was die App so drauf hat. Unten links ist eine Karte, da kann man auch drauf gehen, um zu schauen, wo man sich gerade befindet. Dann oben drüber dieser Pfeil, der nach oben zeigt, darüber lassen wir den Kopter dann in die Lüfte steigen. Oben drüber können wir dann die einzelnen Modi auswählen, die der Kopter so machen kann. Normaler Modus ist klar, Hyperlapse, Wegpunkte können wir machen, wir können uns umkreisen und den Follow-Me-Modus. Ich denke, hier macht es Sinn, wenn ich noch ein drittes Video mache, wo ich auf die einzelnen Punkte eingehe. Wenn ich jetzt auf der Fernsteuerung drauf drücke, geht es zum Beispiel in den Sport-Modus oder F wie der Film-Mode. Dabei ist der Kopter dann ganz langsam. Das Gimbal-System ist dann nicht mehr so sensibel, also macht sehr ruhige Bewegungen. Das ist dann für die cinematischen Aufnahmen. Also alles sehr gut zu erreichen. Aber zunächst mal im normalen Modus. Dass die Propeller auf Aus sind, wird uns angezeigt und dann die Verbindungsqualität. Zum einen die der Videoübertragung, die ja bis 8 Kilometer gehen soll. Also ich glaube es immer noch nicht. Werde ich hier auch nicht ausprobieren mit unserer Gesetzeslage. Aber da hinten,
da wird es schon schwer für die meisten Drohnen. Ob es jetzt eine Mavic Mini war oder die Power Vision, die ich hier zuletzt geflogen bin, auch die Parrot Anafi hat schon da hinten ihre Schwierigkeiten. Mal gucken, ob dieser Copter ein bisschen weiterkommt. 14 Satelliten haben wir Empfang, GPS, GLONASS an Bord, 99% Ladung hat unser Copter. Auf dem Zahnrad das Einstellungsmenü, hier gehen wir nicht alles durch, das sprengt das Video. Ganz wichtig, 30 Meter die Return to Home Höhe, das heißt, wenn ich die Verbindung verlieren sollte oder den Return to Home Knopf auf der Steuerung drücke, bei 30 Metern kommt die Drohne wieder. Und da gibt es noch einige Einstellfunktionen, auf die ich jetzt nicht einzeln eingehen möchte. Nur, dass ihr mal gesehen habt, was man einstellen kann. Und ganz wichtig, der Copter ist im Moment auf der aktuellsten Firmware-Version unterwegs. Sollte es zu Problemen kommen, dann seht ihr, was ich gerade geflogen bin. Gut, was wir uns vielleicht noch anschauen sollten, das sind die Video- und Fotoeinstellungen. Ich habe jetzt mal in den Videomodus gewechselt, dann auf diese kleinen Schieberegler hier gedrückt. Wir sind in der Videoauflösung bei 4K und 30 FPS. Zu Hause, als ich den Copter schon mal eingeschaltet hatte, hatte ich das Ganze auf 4K und 60 FPS eingestellt. Auch hier merkt sich die App die Einstellung nicht. Das finde ich schade. So, direkt aufs Maximum gegangen. 4K, 60 FPS, 100 Mbits. Farbe gewöhnlich, schwarz-weiß, hell, nostalgisch können wir auswählen. Bei Fotos können wir entweder JPEG oder RAW einstellen, aber nicht beides gleichzeitig, was die DJI-Drohnen zum Beispiel können. Man kann sagen, wenn man einmal ausgelöst hat, es wird ein JPEG und ein RAW gleichzeitig abgelegt, was meiner Meinung nach nicht verkehrt ist. Night Mode gibt's auch, okay, aber im dunklen Fliegen in Deutschland, ihr wisst Bescheid, Videoformat ist auf MP4. Ich werde im Automatikmodus filmen, um hier zu schauen, wie sich die Kameraautomatik auch schlägt. So, ansonsten müssen wir es anpassen. SD-Karte, die sollte ich noch formatieren. Zack, das wird jetzt gerade gemacht. Hier auch schön dargestellt, also auf den ersten Eindruck wirkt die App aufgeräumt und gut umgesetzt. Ist bis jetzt auch noch nichts gecrashed. Wir wissen es ja mittlerweile, toptechnische Daten und dann mangelt es meistens an der App. Okay, der formatiert immer noch. SD-Kartengeschwindigkeitstest bestanden. Das finde ich gut, dass sowas hier geprüft wird. Und das Interessante ist, wenn man in den Fotomodus geht, man hat dann hier gleich auch die Einstellung für Video und Foto in einem. Muss man nicht immer hin und her wechseln. Aber wir starten zunächst einmal mit der ersten Videoaufnahme und zwar jetzt. Mit einem akustischen Feedback wird das Ganze wiedergegeben und wir haben einen Timer. Ich aktiviere die Drohne auf dem kleinen Pfeil, der nach oben zeigt, hier und dann auf OK. Das alles auf Deutsch auch sehr vorteilhaft. Der Copter startet. Ich lasse den da mal so ein bisschen hovern. Er tänzelt ein bisschen rum. Ihr seht's, ne? Ich mache gerade nichts. Also hier ist eine Drohne von DJI schon mal besser dran. Selbst eine Mavic Mini, die ja um die 400 Euro kostet, die ist da angenagelt. Die geht nicht mal hoch, mal runter. Und obwohl ich ein Landepad hingelegt habe, ne? Unsere Sensoren auf der Unterseite sollen diese Dinger ja scannen können. Von der Lautstärke ist der Copter auch etwas lauter als andere. Verzeiht mir, wenn ich schreie und vielleicht hier das Mikro wieder so ein bisschen ausrastet, übertönt ist. Denn der Copter ist nicht der leiseste. Das stört ja schon fast. Solltet ihr mal wissen. Okay. Ich hole den mal so ein bisschen näher ran, damit es noch lauter wird. Nein, ihr sollt mal den Copter von nahen sehen. Er tänzelt. Ja, schaut mal, so genau ist das nicht. Ich mache gerade nichts. Er kreist so ein bisschen nach, dann geht er wieder runter. Ist alles noch im Rahmen, aber da merkt man erstmal, ja, wo kommt die Qualität bei anderen Herstellern, die deutlich mehr kosten, her? Nein, nein, du sollst nicht landen, was willst du? So, vor, komm. Schaut mal, ich fliege geradeaus und der geht so ein bisschen nach rechts. Das finde ich gerade komisch. Der tanzt für meinen Geschmack ein bisschen zu viel rum. So, mal nach links geflogen, losgelassen. Er bremst auch ab, aber eiert im Kreis hin und her. Könnt ihr das in der Kamera überhaupt sehen? So ein bisschen, gell? Ich gehe mal tiefer und mache das nochmal. Schaut mal, ich lasse jetzt los, mache jetzt nichts, ne? Juju, was sucht er denn? Wie so ein Falke, der gerade eine Maus schnappen möchte, kreist er da umher. Finde ich gerade nicht so geil, um ehrlich zu sein. Und er dreht so ein bisschen nach rechts. So, wir korrigieren mal nach. Ich fliege mal ein bisschen weiter weg. Oh, der zieht nach rechts. Warum zieht er nach rechts? Und wenn ich loslasse, driftet er auch weg. Ich habe extra noch den Kompass kalibriert. Na gut, wir testen mal das Return to Home aus. Ich drücke mal den Knopf. Return to Home. Return to Home. Okay, der steigt hoch. Müssten jetzt auf 30 Meter gehen, das Ganze. Dip, dip. Schauen wir noch mal kurz die Videoeinstellung an. 4K, 60 FPS. Alles ist auf Auto. Okay. Jetzt dreht er sich zu mir,
und kommt langsam zurück. Auch die Front, die zeigt jetzt nicht genau auf mich, sondern ein bisschen weiter weg von mir. Also da ist er nicht ganz akkurat. Jetzt ist der Kopter genau über mir. Das funktioniert gut. Und er fängt an zu landen. Relativ schnell. Andere Kopter warten dann auch ein bisschen, damit man die Möglichkeit hat, unter anderem da was wegzuräumen. Man kann jederzeit eingreifen. Ich steuere den mal weg von mir und breche das Ganze mal ab. Das funktioniert gut. Okay. So, wieder ein bisschen runtergegangen. Return to Home funktioniert. Aber hier hätte ich mir vielleicht wirklich eine kleine Wartezeit gewünscht. Vielleicht kann man das auch einstellen. Das werde ich noch herausfinden. So, wir prügeln mal weiter raus. Sind im normalen Modus. Also, wenn man vorwärts fliegt und so ein bisschen Gefühl für den Kopter bekommen hat, funktioniert das alles auch. 82% Lipo. Nach 4 Minuten 40 Flug. Natürlich, beim allerersten Flug sind die Lipos noch nicht auf ihrer Glanzleistung. Und jetzt würde ich mal sagen, probieren wir mal die Reichweite aus. Wir fliegen mal ein bisschen höher. Mal auf 20 Meter. Auch hier dreht er wieder leicht um die eigene Achse. Ich fliege nur gerade hoch. Schade, was das angeht. Und jetzt fliegen wir mal ein bisschen weiter raus. Ich bin gespannt. So, sagen wir mal eine Höhe von 50 Metern. Ich gebe jetzt Speed nach vorne. Bin nicht im Sportmodus. Sollte ich vielleicht gleich mal ausprobieren. Ich fliege jetzt nur geradeaus. Ein bisschen tänzelt der schon rum. Die Verbindung ist noch da. Auch hier wird es leicht bröckelig. Genauso wie bei einer Mavic Mini auch. Aber das Bild ist noch da. Die Power Vision hat hier komplett versagt schon damals. Okay, wir sind jetzt 250 Meter weit weg. Ich sehe den Kopter noch am Himmel. Er ist ja relativ groß. Die Verbindung ist noch da. Das teste ich immer daran, wenn ich mal nach links und rechts lenke. Die Drohne reagiert sofort. Keine Verzögerung, was das angeht. Ich fliege noch ein bisschen weiter. So, kein Problem in der Verbindung. Das ist top. Wow. Schaut mal, links, rechts, gar kein Problem. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Positiv überrascht, was das angeht. Und wenn dieses Tänzeln, was ich sogar von hier aus sehe, das Ding springt von links nach rechts. Warum macht er das? Er kennt jetzt natürlich nicht, weil der Gimbal fast alles ausgleicht. Aber das finde ich ein bisschen komisch. Naja. So. Ich klicke mal in den Sportmodus. Und wir geben jetzt mal Vollkit. Dazu den Gimbal ein bisschen neigen. Wollen ja keine Propeller hier drin sehen. So, jetzt. Zack, Speed. Der powert. 15 Meter die Sekunde. Von 20 ist die Rede. Kann vielleicht am Wind liegen. Was ich zum Zeitpunkt jetzt auf dem kleinen Smartphone-Display noch nicht bewerten kann, ist, ob das Gimbal-System einen super Job macht oder ob da Mikroruckler drin sind. Das gibt es auch hin und wieder. Auf dem Smartphone sieht alles gut aus und später dann zu Hause merkt man das Rumgezappel. 3, 2, 1, go! Wow, der legt sich rein und... Da ist eine Power dahinter. 60% Lipo nach 10 Minuten und 30 Sekunden Flug. Und ich nehme ein Zittern wahr an den Rändern. Also ein Zittern in den Videoaufnahmen. 50% Lipo, okay, 49 mittlerweile. Wir sind bei knapp 14 Minuten Flugzeit. Und wir haben ja relativ viel Wind heute. Diese 33 Minuten Angabe ist ja eine ideale Zeit. Und jetzt will ich auch noch mal schauen, wie es aussieht, wenn der Kopter landet. Ob dieses Landepad-Erkennungssystem von alleine greift oder ich es irgendwie aktivieren müsste. Oh, der tanzt wieder. Der schaukelt wie auf dem Oktoberfest. So, ich gehe runter. Er geht von alleine auf die Matte, bleibt stehen und ist punktgenau gelandet. Das war jetzt kein schlechter Job. Eben kurz zwischengelandet und hatte eine nette Unterhaltung mit einem älteren Herrn, der hier spazieren gegangen ist. Der war echt cool drauf, was das Thema Drohne angeht. Ein bisschen gequatscht über Drohnen der Zukunft und so weiter.
Und in der Zeit hatte ich noch ein paar Fotos gemacht fürs Titelbild. Ihr seht, der Lipo ist auch schon so ein bisschen runter. Wir sind bei 27%. Bei 30% hatte ich die Warnung erhalten. Mal schauen, was dann gleich passiert. Wir können ja gerne versuchen, das Ganze bis ans Limit zu fliegen. Irgendwann wird der Kopter ja anfangen zu meckern. Ich schaue mal, was passiert, wenn wir noch ein bisschen weiter schweben. Okay, die nächste Warnung bei 15% Restlipo kommt. Okay, null. Er landet jetzt einfach vor uns. Wupp. Und somit hat sich der Kopter quasi in Sicherheit gebracht. Ja, und das war er also, der allererste Flug mit der neuen Hubsan Cino 2 Drohne. Jetzt interessiert mich brennend, was ihr, meine Zuschauer, von diesem System haltet. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Nach dem ersten Flug, den ihr ja eben gesehen habt, war ich noch einige Male fliegen, um euch nochmal ein besseres Fazit hier jetzt gegen Ende des Videos zu geben. Ich mache den Anfang mit den positiven Sachen, die mir gefallen haben. Zum einen ist es der Lipo. Der Hersteller gibt ja eine maximale Flugzeit von 33 Minuten unter idealen Bedingungen an. Und hier muss ich sagen, ging es jedes Mal strack auf die 30 Minuten zu mit ein bisschen Abzug, wenn es dann doch viel zu windig draußen war. Der nächste Punkt, der mich positiv überrascht hat, also das Positiv muss man hier fett schreiben, wenn man es irgendwo hin drucken würde, und zwar ist es die Reichweite. Ihr habt es vielleicht im ersten Flug gemerkt, da wo viele Systeme schon anfangen abzubauen, da ist die Cino 2 durchmarschiert, und auch bei anderen Fluglocations, die ich jetzt abgeflogen bin, hat sich die Cino 2 gut geschlagen. Wo eine Parrot Anafi zum Beispiel an ihre Grenzen kommt, da powert dieses System noch durch. Eine Mavic Mini würde da auch nicht mithalten. Natürlich an das OcuSync V2 der Mavic 2 Modelle kommt das Ganze noch nicht ran, die powern noch mehr durch. Ich tue das Ding mal zur Seite, es klappert mir ein bisschen zu viel rum. Diesen ganzen Lorbeeren müssen wir jetzt ein bisschen kritischer werden. Und da geht es schon mal in die Richtung Flugeigenschaften. Ihr habt es ja gesehen. An sich, von der Geschwindigkeit, powert der Kopter gut durch. Also, dass man auch mal actionreichere Aufnahmen machen könnte, wenn man zum Beispiel ein Auto aufnimmt, welches irgendwo entlang fährt, oder irgendein Motorrad, Mountainbiker, was auch immer. Natürlich auch nicht ganz unwichtig, wenn man sich selbst verfolgen lässt mit der Drohne. Und hier werde ich wahrscheinlich noch einen dritten Teil produzieren, wo ich auf die einzelnen Modi wie Timelapse, Follow Me und so weiter eingehen werde. Also hier gerne noch ein Abo dalassen, um das nicht zu verpassen. Und wenn es dann an die Feinheiten beim Fliegen geht, da baut der Kopter meiner Meinung nach ab. Vor allem habe ich jedes Mal den Kompass neu und vor allem auch erfolgreich kalibriert, ohne irgendwelche metallischen Gegenstände in der Tasche, die das hätten beeinflussen können. Aber man merkt einfach, wenn man gerade ausfliegt, der Kopter dreht ein bisschen zur Seite. Wenn man hochfliegt, dreht er sich auch so leicht um die eigene Achse. Da ist das Ganze noch nicht zielgenau. Und vor allem, wenn man dann fliegt und die Steuerung loslässt. Das Tolle ist ja, der Kopter bremst von alleine ab. Es gibt günstige Coptermodelle, die machen es nicht. Die treiben dann auch Kilometer vor sich hin, aber der bremst. Aber dann macht er diesen hier. Dann kreist er umher. Das ist irgendwie total komisch. Hat mir persönlich nicht so gefallen. Gerade wenn es darum geht, dass man irgendwo mal näher ranfliegen muss, wenn man etwas aufnimmt, dann kann es natürlich passieren, dass der Kopter irgendwo gegendriftet. Das waren die Flugeigenschaften. Lasst uns mal zu den Foto- und Videoeigenschaften rüberwechseln. 4K 60 FPS bei 100 Mbits steht hier auf dem Datenblatt als maximale Videoauflösung bei der Cino 2. Das hört sich auch super an, aber hier hatte ich mir ein wenig mehr erhofft von dem System. Vielleicht, weil ich den Vergleich zu anderen Systemen habe, ich weiß es nicht. Ist natürlich Meckern auf hohem Niveau. Jemand, der als Drohnenneuling diese Drohne kaufen wird, der wird sich denken, coole Videoaufnahmen. Aber ich hatte hier das Gefühl, der Himmel wirkte hier und da etwas überstrahlt, obwohl eine Wolkenzeichnung zu dem Zeitpunkt am Himmel war. Naja, und die Kamera wird ja von einem Gimbal-System getragen. Drei Achsen, ich hatte sogar gesagt, ich finde es immer cool, wenn alle drei Achsen mechanisch stabilisiert sind. Da ist die besten Ergebnisse liefert. Und bei der Cino 2 merkt man gerade zu den Videorändern hin, dass das Ganze Ruckler hat, und das finde ich nicht cool. Um diese Videogeschichten zusammenzufassen, die Aufnahmen sind keine Katastrophen, sehen nicht schlecht aus, aber für diese technischen Daten habe ich mir irgendwie mehr erwartet. Auch das mit den Rucklern muss nicht sein. Wenn es um die Fotos geht, hier wurde ich noch ein wenig mehr enttäuscht. Diese wirken viel zu überschärft, hier wird versucht mit Kontrasten irgendwas herauszuholen, wenn man das Ganze als JPEG aufnimmt. Dann dachte ich mir, okay, mach's mal ein paar RAW-Dateien, vielleicht kannst du ein bisschen mehr rausholen noch, damit es nicht so schlimm aussieht. Und siehe da, ich konnte die RAW-Dateien in der brandneuen Photoshop-Version mit allen Updates drauf nicht öffnen. Also diese RAW-Dateien werden von Photoshop nicht erkannt und können nicht
geöffnet werden. Selbst die Vorschau-Dateien auf der Speicherkarte hatten eine grünliche Färbung. Bitte nicht falsch verstehen, ich möchte den Copter auf keinen Fall hier mega schlecht machen oder sonstiges, aber gerade weil die technischen Daten uns Kunden ja so anlocken und so lukrativ und interessant sind, muss man genauer hinschauen. Grundlegende Elemente wie die Akkulaufzeit, Verbindungsqualität sind auch top, aber dann so Sachen, die durch ein Update eigentlich behoben werden können, wie die Flugeigenschaften, warum driftet das Ding ab, warum kreist es herum, was ist mit den Foto- und Videoaufnahmen los, das kann alles durch Firmware-Updates behoben werden und ich hoffe, das passiert in der nächsten Zeit. Das Video ist fast vorbei, aber ich gehe noch mal ganz kurz auf diese neuen Drohnengesetze ein, die im Juli 2020 erscheinen. Einige Zuschauer haben zu Recht gefragt, wie ist es eigentlich dann mit der Zino 2, wenn die neuen Gesetze kommen? Denn nach dem neuen Drohnengesetz werden zukünftig Copter in einzelne Klassen aufgeteilt. Und in welcher Klasse eine Drohne landet, dafür ist unter anderem auch das Drohnengewicht zuständig. Die Zino 2 zum Beispiel wiegt über 900 Gramm und 900 Gramm ist so eine Grenze gerade zwischen C1 und C2. Das heißt, Copter mit einem Gewicht von über 900 Gramm landen in der C2 Klasse. Copter mit einem Gewicht unter 900 Gramm, wie zum Beispiel eine Mavic Air, Mavic Mini oder eine Parrot NRF, landen in der Klasse C1. Und der größte gravierende Unterschied zwischen beiden Klassen ist der Kenntnisnachweis. Und demnach reicht es dann bei der C1 Klasse zukünftig aus, wenn ihr da so einen Online-Drohnenführerschein macht, so einen kleinen, würde ich das mal nennen. Und bei der C2 Klasse reicht dann schon diese Online-Schulung oder wie auch immer man das nennen möchte, gar nicht mehr aus. Ihr braucht dann einen richtigen Drohnenführerschein. Und das ist dann in der Regel dann auch schon mit Kosten verbunden. Ich habe mir die Texte von der EASA auf Englisch durchgelesen und versuche es jetzt nach und nach zu verstehen, damit es dann, wenn die Gesetze letzten Endes da sind, alles sitzt. Natürlich kommen dann noch so Sachen auf uns zu, dass man sich als Drohnenpilot registrieren lassen muss. Man kriegt dann so eine Registrierungsnummer, die dann auf der Drohne angebracht werden muss. Wie bei allem Neuen gibt es auch Leute, die jetzt erstmal sehr viel Panik schieben. Das ist ja irgendwo auch verständlich. Ich bin der Meinung, das wird alles halb so schlimm und wird auch gut funktionieren. Gesetze müssen hier und da gegeben werden, damit alles rund läuft. Da gibt es sogar ein paar Sachen, die etwas lockerer geworden sind. Wir dürfen ja dann sogar anstatt nur 100 Meter, sogar 120 Meter hochfliegen. Und jetzt Ende mit der Ironie. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wir sehen uns dann hoffentlich in einem der nächsten. Bis dann. Ciao.